Hallöchen und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute habe ich für dich eine neue Brand News Box und zwar steht hier drauf, es ist die Fernweh Box. Und ich muss dazu sagen, ich habe bei Brand News eigentlich überhaupt gar nichts bestellt gehabt. Also bin ich ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt, warum die Fernweh Box jetzt bei mir angekommen ist. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich sie ja doch bestellt, aber mir wurde nichts abgebucht, muss ich dazu sagen. Normalerweise war die Fernweh-Box, ich glaube, die war für 15 Euro zu kaufen. Ich wollte mir eigentlich die Brand News Box wieder bestellen, aber da ich ja durch Leti Shops diesen Cashback da zurückkriege, konnte ich dieses Mal leider nichts bestellen, weil der Link irgendwie inaktiv ist durch Leti Shops. Und warum habe ich mir dann, also ich habe mir dann gedacht, warum soll ich denn den vollen Preis bei Brand News Box zahlen, wenn ich durch Leti Shops halt auch Geld sparen kann. Und das sind halt um die 10 Euro, die man da einsparen kann. Ist nicht gerade wenig Geld, sage ich mal so. Und deswegen habe ich mir erstmal gar nichts bestellt, bis der Link vielleicht irgendwann wieder aktiv sein sollte. Oder vielleicht ist da gerade durch Brand News und Leti Shops irgendein Fehler oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich wollte mir normalerweise die Fernweh-Box bestellen mit einer anderen Box. Da gab es irgendwie sowas wie, sage ich mal, ein Bundle zu kaufen, dass man das halt ein bisschen günstiger bekommt. Ich wollte mir auch die Classic-Box und die Genuss-Box kaufen. Das ging aber halt, wie gesagt, nicht. Also an sich kann ich mir dort schon etwas bestellen. Also wenn ich normal zu Brand News Box reingehe, aber nicht durch Leti Shops. Und deswegen habe ich mir gedacht, warum soll ich denn bestellen, wenn ich auch Geld sparen kann. Und genau. Und deswegen habe ich mir nichts bestellt. Vielleicht war die Fernweh-Box in meinem Warenkorb drin. Das kann natürlich sein. Aber ich habe sie mir nicht bestellt gehabt. Das finde ich halt wirklich sehr, sehr seltsam. Denn als ich meine E-Mail bekommen habe von Brand News Box, deine Box wurde verschickt. Und dann guckte ich so, hä, wie, meine Box wurde verschickt? Ich habe doch überhaupt gar keine Box bestellt. Und ich habe meine Abos ja auch gekündigt, wie gesagt. Also dadurch, dass ich halt immer durch Leti Shops immer wieder jeden Monat reingehe, dachte ich so, hey, aber ich habe doch nichts bestellt. Und dann guckte ich, aha, die Fernweh-Box soll wohl ankommen. Und da habe ich dann halt wirklich alle meine E-Mails durchsucht, um zu gucken, ob irgendwas bei PayPal abgebucht wurde, weil ich das normalerweise durch PayPal mache. Aber da wurde auch nichts abgebucht. Und das fand ich halt wirklich sehr, sehr seltsam. Aber jetzt ist die da. Steht auch mein Name drauf. Keine Ahnung, warum die jetzt angekommen ist. Aber wir werden die jetzt zusammen mal auspacken und gucken, was hier so Schönes drin ist. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das gerne tun, indem du hier unten auf den roten Abonnieren-Button klickst oder auf den roten Abonnieren-Button unter diesem Video. Aktiviere gerne die Glocke dazu, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. So, wir haben hier einmal den Flyer drin mit den Produkten, die in dieser Box hier drin sein sollen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und hoffe natürlich, dass hier nicht so viel Müll, sage ich mal, drin ist, beziehungsweise Essen, was ich zum Beispiel überhaupt gar nicht mag und es dann einfach, ja, zum Beispiel weitergeben muss oder sowas. So, das erste Produkt, was ich hier habe, ist von Davert Pasta Pomodoro mit fruchtiger Tomatensoße. Ohne Palmöl ist das hier. Und man soll die Pasta in eine mikrowellengeeignete Schüssel geben, 340 ml kaltes Wasser einrühren und mit einem Teller bedecken und für 3 Minuten bei 800 Watt in die Mikrowelle stellen. Okay, ich denke mal, ich werde es ausprobieren, denn so schlecht sieht das ehrlich gesagt nicht aus, aber ich weiß nicht, ob das wirklich was für mich ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich werde mal schauen. Vielleicht werde ich es ausprobieren. So, dann habe ich hier von Exante Lemon Pancake Meal Replacement. High Protein, 27 Vitamine und Mineralien.
Das ist hier halt eben einfach so ein Pancake-Mix, was ich schon mal drin gehabt habe. Ich habe es weitergegeben, weil ich das ehrlich gesagt mich nicht getraut habe auszuprobieren. Vor allem mit Zitrone. Ich meine, hätte das vielleicht einen anderen Geschmack gehabt. Hätte ich es vielleicht noch ausprobiert, aber ich weiß nicht so recht. So, dann ein Produkt von Lay's mit KFC Original Recipe Geschmack. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das jetzt vor einigen Boxen mal irgendwo drin gehabt. Und es schmeckt mir persönlich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Also ich mag den Geschmack, ich mag zwar den Geschmack von Hühnchen, ja, und von Chips, aber nicht Chips mit Hühnchengeschmack. Versteht ihr, was ich meine? Und so schaut die Verpackung hier einmal aus. Und da sind halt, ja, ganz normale Chips halt eben drin, aber halt mit Hühnchengeschmack, was ich persönlich jetzt nicht so ganz so toll finde. So, dann haben wir hier Kaffee. Und zwar ist das halt irgendwie so ein komischer Kaffee. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Filterkaffee, oder nennt man das, glaube ich. Das sind 250 Gramm von Lavazza oder wie auch immer man diese Firma ausspricht. So schaut es hier einmal aus. So, dann habe ich hier auch einmal Nudeln. Oh mein Gott, wie sieht das aus? Was ist das? Hier ist auch alles. Suppe mit Instant-Nudeln. Mit Geschmack japanischer Art. Würde ich mich, glaube ich, ehrlich gesagt nicht trauen, das auszuprobieren. Weil das halt einfach auch solche Nudeln sind. Aber ich glaube nicht, dass ich das ausprobieren werde. Nein, ich glaube nicht. So, dann habe ich hier ein Produkt von Pick. Und zwar ist das hier so eine Salami, die irgendwie ganz, ganz komisch ausschaut. Als ob die schon schlecht wäre. Kann natürlich sein, kann aber auch natürlich nicht sein. Die sieht auf jeden Fall nicht ganz so gut aus. Also die ist halt so dunkel irgendwie. Keine Ahnung, ob das so sein soll oder nicht. Ich werde mal später schauen. Aber mal gucken. So, dann habe ich hier von Manna Wien und zwar diese Waffeln, aber halt in klein. Und so schauen die hier einmal aus. Ganz kleine Waffeln sind hier mit dabei. 150 Gramm sind hier drin. So, dann habe ich hier von Sanbitter, heißt die Firma, glaube ich. Und zwar ist es ein alkoholfreier Bitter-Aperitif. 98 Milliliter sind hier drin. Die 2 Milliliter hätten sie sich auch mit reinschütteln können, oder? Dann wären es nämlich wenigstens 100 Milliliter. Aber naja. So, dann habe ich hier ein Produkt von Crodo, heißt die Firma, glaube ich. Lemon Soda. Ich denke mal, das ist einfach Wasser mit Zitronengeschmack. Kann natürlich sein, aber kann es auch natürlich nicht sein. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, ob das schmecken wird. So, dann habe ich hier von Burkan Gourmet türkische Oliven grün mit Stein. Auch nicht mein Fall. Ich mag überhaupt gar keine Oliven, egal welcher Art. Also ich esse das überhaupt gar nicht. Ich finde, das ist überhaupt nicht meins. So, dann habe ich hier von Oro de Italia Kräuter. Das ist wahrscheinlich irgendeine Soße oder so. Tomatensoße mit Kräutern. Das ist sehr, sehr schön. Das esse ich nämlich sehr, sehr gerne mit Nudeln zusammen. Solche Soßen finde ich sehr, sehr lecker. So, und dann haben wir sogar noch von der gleichen Marke Oro de Italia eine Tomatensoße mit Gemüse. Sowas esse ich auch ab und zu mal, aber da nehme ich eher diese ganz normale Tomatensoße mit Kräutern. Da gibt es zum Beispiel die bei Lidl, die kosten, ich weiß gar nicht, wie viel die kosten. Ich glaube, die kosten irgendwie 79 Cent oder so und die finde ich so lecker. Da gibt es irgendwie mit Basilikum, mit Hackfleisch. Dann gibt es da eine scharfe Soße und wie gesagt mit Gemüse.
Aber ich mag die mit ganz normalen Kräutern eigentlich viel, viel lieber als die allen ganzen anderen. Aber die scharfe Soße habe ich zum Beispiel noch nicht ausprobiert. Die möchte ich auch ehrlich gesagt, glaube ich, auch nicht ausprobieren, weil ich da nicht so der Fan von bin. Ja, liebe Leute, ich weiß halt, wie gesagt, immer noch nicht, warum diese Box für mich angekommen ist. Und ja, dafür, dass die Box jetzt kostenlos war, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was ich dazu sagen soll, beziehungsweise weil ich halt einfach kein Geld dafür bezahlt habe. An sich ist die okay, aber ein paar Sachen gefallen mir dann wiederum nicht. Und ja, aber ich glaube, das ist bei jeder Box so, da kannst du niemanden irgendwie nur glücklich mitmachen. Ja, genau. Das war es auch tatsächlich schon mit diesem Video. Und falls dir dieses Video gefallen hatte, würde ich mich sehr gerne über einen Daumen nach oben von dir freuen. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das gerne tun, indem du hier unten auf den roten Abonnieren-Button klickst oder auf den roten Abonnieren-Button unter diesem Video. Aktiviere gerne die Glocke dazu, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und ich würde sagen, vielen lieben Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und hoffentlich sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Ciao!